Bevor er zur Schule geht, hilft Konstantin seiner Großmutter bei der Hausarbeit. Sie zieht ihn und seine vier Geschwister auf, seit Konstantins Mutter vor 4 Jahren nach Italien zog. Wir haben keine Wahl. Ich bekomme keine Rente und die staatlichen Hilfen reichen nicht. Wir kommen nicht aus. Wie Konstantins Mutter sind schätzungsweise 2,5 Millionen Rumänen zur Arbeit ausgewandert, vor allem nach Spanien und Italien. Zurückbleiben laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 350.000 Kinder. Sie haben einen Elternteil oder sogar beide im Ausland und leben getrennt von ihnen. Eine Organisation hilft den Familien zumindest den Kontakt zu halten. Sie bietet den Kindern Zugang zum Internet. Ein kleiner Trost für eine ganze Generation, die mit virtuellen Familienbanden aufwächst. Eine Gefahr ist, dass die Kinder das sogenannte Erfolgsmodell ihrer Eltern kopieren. Das kann bedeuten, sie brechen die Schule ab und gehen nach Italien oder Spanien, um als Reinigungskraft zu arbeiten. Dort verdienen sie viel mehr als in Rumänien. Eine Sozialarbeiterin besucht Konstantin und seine Familie. Der 13-Jährige ist gut in der Schule, doch er träumt davon, Fußballer zu werden, hier in Rumänien. Ich will nicht ins Ausland gehen. Es ist so schwer dort. Ohne Freunde, Mutter, Vater. Ich will nicht so weit weggehen. Ich will hier bleiben. Doch Rumänien braucht einfach Geld. Die im Ausland lebenden Rumänen schickten 2008 mehr als 6 Milliarden Euro in die Heimat. Dies hilft, das Land über Wasser zu halten. Doch den Mangel an Arbeitskräften und Investitionen in einem alternden Land kann es nicht aufwiegen. Rumänien muss seinen Bürgern Möglichkeiten bieten, damit sie im Land bleiben. Das ist die Herausforderung für die nächste Generation.